Stadt stand, liegt jetzt nur ein Schloss im Graben. Dein schönes neues Fahrrad ging im Mordteich baden. Wir machen dich besoffen und dann gehst du kippen klauen. Ja, yeah, wir sind genau die Freunde, die du brauchst. Ja, das ist das Video zu Plattenbau OST oder Plattenbau Ost, auch von dem tollen Martin Swarovski. Hier war es aber allerdings so, dass ich, also schon beim Schreiben eigentlich, so das Video im Kopf hatte. Oder beziehungsweise so ein Video, also nicht genau das, aber so in der Art, dass eben so um so eine Truppe geht und die dann so rumlaufen und Scheiße bauen, inspiriert von dem Video Stress oder Stress von Justice. Dass dem halt vorgeschlagen habe, der meinte, ja geil, machen wir, und dann eben das ausgearbeitet hat. Die Strandszenen sind gedreht in Prora auf Rügen. Und die Szenen dann in dem Viertel wollten wir eigentlich bei mir in Stralsund drehen. Und dann ist mir aber dann kurz vorher, ein paar Wochen vorher, doch noch aufgefallen, dass es total anstrengend und stressig ist, da dann alle Leute zusammen zu sammeln und da Spots rauszusuchen und so weiter und so fort. Und dann haben wir da auch ebenfalls bei Facebook einen Aufruf gemacht, sofort ganz viele Leute dann eben aus Berlin und vor allem dann aus Potsdam gehabt. Auch jemanden, der da noch wohnt, tatsächlich im Schlaz in Potsdam, da wurde das gedreht, der auch direkt Spots kannte und so weiter. Und dann war das die richtige Entscheidung, weil das dadurch sehr, sehr viel unaufwendiger war und mehr Flow-Tor. Naja, ich habe so die Grundidee eben, wie gesagt, dem Martin Swarovski vorgeschlagen. Der hat dann aber daraus ein Skript gemacht und welche Bilder er haben will und so weiter, die Szenen und so weiter, das halt ausgearbeitet. So war das halt. Das ist Ada Sternberg, die singt auch in der Band. Le Very heißt die Band, das ist eine Indie-Band, und tanzt im Tanzstudio Motions am Moritzplatz und wohnt da und da, Handynummer so und so. Ich war, also bis auf den Prora-Dreh, da war ich arbeiten, ansonsten war ich auch so bei 80% des Videos. Ich bin ja auch vielleicht noch in einem schönen Cameo-Auftritt zu sehen. Ich habe einfach so zweite Set-Assistenz gemacht quasi. Und da war ich auch nicht mehr dabei, deshalb wollte ich mir noch angucken, aber jetzt im Arsch. Hab so mitgeguckt, was gut aussieht. Und ist halt ein richtig schickes, schönes, krasses Video. Gleich sieht man mich in meinem legendären Cameo-Auftritt. Ich denke ja immer von mir selber, dass ich ganz gut schauspielern kann. Als ich dann diese dumme Anrempel-Szene mit diesem... Da dachte ich so, naja gut, das lasse ich vielleicht doch. Ja. Hey Mann! Ja, geht aber klar. Und hier auch interessant, dass auch alles keine Schauspieler sind, die in dem Video mitspielen, sondern auch Leute, die, wie gesagt, über unsere Facebook-Seite die sich auf einen Aufruf gemeldet haben und das aber so toll gemacht haben. Also als ich das erste Mal gesehen habe, da wurde mir so richtig warm ums Herz, da dachte ich mir so, ach Mensch, ihr habt das so toll gemacht. Also richtig, richtig super. Und ohne die wäre es halt auch nicht so ein geiles Video, wie es halt eben ist. Ja, ich bin ich bin in Leipzig geboren, bin in Stralsund aufgewachsen und dann auch bis in meine Jugend hinein. Irgendwann dann sind wir umgezogen, aber hab halt so im Plattenbauviertel gewohnt, glaube ich bis 14, 15. Dann sind wir umgezogen, aber meine Schule war noch da und meine ganzen Freunde und ich hing da im Prinzip jeden Tag rum und hab gekifft und gesoffen und vorher eben auch so wie im Video zu sehen halt rumgelaufen und einfach die Zeit sich vertrieben mit amüsanten und weniger amüsanten Dingen. Ja. Backspin.